Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor wenigen Monaten bin ich Patenonkel von Ida geworden. Meine Freunde Jana und Stefan haben mit der Kleinen ihr erstes Kind, übrigens ein wunderbares Mädchen, bekommen und eine Familie gegründet. Das war ein wunderbares Ereignis, aber seitdem hat sich auch ziemlich viel in ihrem Leben verändert. Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir den beiden, allen Eltern und allen Familien in Deutschland sagen, diese große Koalition steht an eurer Seite und sie liefert. Denn wir setzen heute eine Milliardenentlastung für die Familien in Deutschland auf die Schiene und helfen damit ganz konkret. Gleichzeitig setzen wir als CDU und CSU eines unserer zentralen Wahlkampfversprechen um. Und Herr Gottschalk, wenn Sie sagen, wir machen Klientelpolitik, ja, unser Klientel sind die Familien. Natürlich machen wir Politik für die Familien in Deutschland, ist doch ganz klar. Wir haben letztes Jahr vor der Wahl versprochen, das Kindergeld zu erhöhen, und heute machen wir es. Damit ist auch die Botschaft verbunden. Wir halten Wort, ihr könnt euch auf uns verlassen, und wir kümmern uns um diejenigen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Das sind die Eltern, die Kinder großziehen, das sind die Familien in Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Gesetz ist das zentrale Entlastungsprojekt dieser Koalition. Der Kern des Entwurfs ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Es wurde schon gesagt, im ersten Teilschritt wird das Kindergeld ab 1. Juli 2019 um 10 Euro pro Monat erhöht. Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt entsprechend. Den nächsten Teilschritt werden wir dann mit einem neuen Gesetz zum 1. Januar 2021 vollziehen. Dann wird das Kindergeld noch einmal um 15 Euro erhöht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammen macht das dann 25 Euro mehr Kindergeld pro Monat und Kind. Das bedeutet 300 Euro pro Jahr und Kind mehr im Geldbeutel. Und wenn man sich das mal überlegt, das sind für 300 Euro bekommt man ein Jahresticket für den Berliner Zoo für die gesamte Familie, ein kleines Fahrrad zu Weihnachten und 100 Kugeln Eis noch obendrauf. Und ob für gemeinsame Ausflüge, leuchtende Kinderaugen an Weihnachten oder kiloweise Eis, mit diesem Gesetz tun wir etwas Gutes für die Familien in Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz konkret entlasten wir mit diesem Gesetz die Bürgerinnen und Bürger in vier Punkten. Wir verschieben erstens die Tarifeckwerte in der Einkommenssteuer 2019 um 1,84% und 2020 um 1,95%. Kosten von über 4,3 Milliarden Euro. Das hört sich sehr technisch an, ist aber nichts anderes als die Vermeidung der berühmten kalten Progression in der Einkommenssteuer. Damit entlasten wir alle Bürger in diesem Land, die jeden Tag hart arbeiten und Steuern zahlen. Vor Jahren haben wir versprochen, dass wir regelmäßig alle zwei Jahre einen Bericht zur Entwicklung der kalten Progression vorlegen. Das heißt dann konkret, dass wir schauen, wie viel vom Geld dann noch übrig bleibt, nachdem die Inflation ihre Finger im Spiel hatte. Hart verdiente Gehaltserhöhungen sollen nicht durch die Inflation aufgefressen werden, und deswegen passen wir die Grenzen regelmäßig an. Genau das machen wir in diesem Jahr erneut. Die berechnete Inflation bilden wir steuerlich ab und sorgen so dafür, dass ein Mehr auf dem Gehaltszettel auch ein Mehr in der Geldbörse bedeutet. Zweitens erhöhen wir zum 1. Januar 2019 den steuerlichen Grundfreibetrag um 168 Euro und zum 1. Januar 2020 um weitere 240 Euro. Das ist eine Entlastung von über 3 Milliarden Euro jährlich. Hiervon profitiert jeder Steuerzahler. Und drittens der Kern, ich habe es erwähnt, Kindergelderhöhung um 10 Euro ab dem 1. Juli 2019. Das ist uns über 1,5 Milliarden Euro wert. Und dass wir den Kinderfreibetrag zum 1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 jeweils um 192 Euro anheben, das ist insgesamt 750 Millionen Euro jährlich wert. Meine persönliche Meinung ist im Übrigen, dass wir das jetzt als erste Schritte sehen müssen, dass wir aber insgesamt beim Kinderfreibetrag auch Richtung des Grundfreibetrags für Erwachsene gehen müssen. Und in diesem Zusammenhang will ich dann aber auch bei aller Freude über die Entlastung dann auch sagen, dass ich mich etwas ärgere, dass wir diese erste Lesung erst jetzt im Oktober haben. Frau Staatssekretärin, Sie haben es angesprochen. Ich hatte Minister Scholz schon im Juni in einer Regierungsbefragung darauf hingewiesen, dass wir den Prozess zügig in Gang setzen sollen, damit wir die Entlastung auch pünktlich zum 1.1. hinbekommen. Er hat mir damals in der Regierungsbefragung zugestimmt. Als Union hätten wir im Übrigen in den letzten Wochen gerne mehr Gas gegeben an der Stelle, aber leider stand hier
unser Koalitionspartner etwas aus unerfindlichen Gründen auf der Bremse. Herr Kollege Steininger, der Kollege Gottschalk würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich bin gespannt, gerne. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprechen hier nochmals immer wieder von dem fälschlichen, und ich sage es Etikettenschwindel, der Entlastung. Wann sehen Sie denn endlich von der Regierung, auch von der CDU ein, dass Sie nur das tun, was Sie tun müssen, damit eben kein Reallohnverlust durch die kalte Progression eintritt? Sie tun hier so, als wenn Sie die Leute beschenken. Nein, Sie stellen nur her, dass Sie auf dem Niveau bleiben, damit der Reallohn gesichert ist. Nichts anderes ist die kalte Progression. Und Sie feiern sich hier gerade dafür ab, dass Sie den Leuten was schenken. Nein, Sie belassen den Stand. Täten Sie nichts, werden die jedes Jahr und jeden Tag ärmer, und das, obwohl Sie arbeiten, während andere reicher werden. Das tun Sie, und da ist Entlastung, würden Sie mir das zugestehen, doch wirklich ein Etikettenschwindel, sondern Sie tun nur das, dass der Status quo der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land erhalten bleibt. Oder was sagen Sie dazu? Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also, Herr Gottschalk, Sie müssen doch auch zugeben, dass 10 Milliarden Euro eine Entlastung ist. Also, das muss Ihnen doch klar sein. Und dass wir hier den Beschluss ja selbst vor Jahren gefasst haben, dass wir den Bericht zur kalten Progression haben wollen und dass wir entsprechend Anpassungen vornehmen wollen, das ist doch ein Beschluss dieses Hauses. Und deswegen kann ich Ihre Frage an der Stelle gar nicht verstehen. Und im Übrigen geht es ja auch um die Frage Familienentlastung und die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag. Und das ist ja wohl eine Entlastung der Familie in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das, Sie haben mich jetzt gerade unterbrochen zu einem ganz anderen Thema. Scheinbar haben Sie ein bisschen gebraucht, um die Frage zu formulieren. Ich war gerade dabei, den Prozess ein Stück weit zu kritisieren, weil wir das Problem bekommen, dass, wenn das Gesetz jetzt erst gegen Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, es den meisten Arbeitgebern dann eben praktisch nicht mehr reicht, die Lohnabrechnung an die veränderten Lohnsteuertabellen anzupassen. Das wird Bürokratie für Arbeitgeber bedeuten, eine verspätete Entlastung für die Arbeitnehmer. Das finde ich schade, und ich appelliere an uns alle und auch an die Regierung, dass wir beim nächsten Teilschritt in 2 Jahren den Existenzminimumbericht früher haben, damit wir dann auch schneller dieses Gesetz machen können. Und ich habe jetzt einiges technisch aufgezählt, Entlastung 10 Milliarden Euro, aber wir beraten heute nicht nur über die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Wir beraten nicht nur über Verschiebung von Tarifeckwerten. Wir beraten auch nicht nur über das technokratische Abhaken von Punkten aus dem Koalitionsvertrag. Heute geht es auch um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und Ralf Brinkhaus hat am Deutschlandtag der Jungen Union gesagt, Zusammenhalt der Gesellschaft heißt, die Gesellschaft von der Mitte her zu denken. Also von den Familien, von den Bürgerinnen und Bürgern mit mittlerem Einkommen, von den Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und Steuern zahlen. Die haben wir mit unserer Politik im Blick. Wir haben das mit dem Baukindergeld gemacht, hier setzt der Wohngipfel an, und hier setzt auch dieses Familienentlastungsgesetz an. Die Leistungsträger unserer Gesellschaft haben es nämlich verdient, dass sich der Staat ihrer annimmt. Deswegen bedeutet ein solches Gesetz nicht nur irgendeine Änderung in der Steuertabelle. Von diesem Gesetz geht vielmehr das Signal aus, was uns in diesem Land wichtig ist, was uns in Deutschland ausmacht. Und das ist die Mitte der Gesellschaft, Familien, Kinder, hart arbeitende Bürgerinnen und Bürger, innovative Arbeitskräfte. Und an die richten wir uns und sagen, ihr seid uns etwas wert. Wir schätzen euch, wir unterstützen euch. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Christian Dürr.